Das Impfzentrum Belgrad. Hier habe ich mich angemeldet zum Impfen. Kostenlos. Jeder kann es tun, hieß es. Ich will wissen, geht das wirklich so problemlos? Nur wer sich online registriert hat und eine Online-Einladung mit Termin bekommen hat, der darf in die Impfhalle rein. Kein Einlass ohne Einladung. Doch die kann jeder beantragen. Auch Menschen aus Kroatien, Italien oder Deutschland stehen heute an. Nur wenige wollen vor der Kamera reden. Ich selber bin 34 und weiß, dass ich aufgrund meines Alters und auch dadurch, dass ich kein Risikopatient bin, noch sicherlich warten muss. Und ganz ehrlich, darauf habe ich keine Lust. Die Zahlen steigen in Österreich und das macht mir Angst. Ich bin heute früh in Zagreb losgefahren. Vor einem Monat habe ich mich angemeldet. Gestern kam die Einladung per Mail und da bin ich. Ein paar Tage zuvor unser Büro in Belgrad. Für die Anmeldung sind zwei Dinge wichtig. Erstens, eine serbische Handynummer gibt's als Prepaid-Karte für 2 Euro. Zweitens, kyrillische Schrift lesen, das ist schon schwieriger. Überraschend, alle Impfmittel sind verfügbar. Ah, okay. Und jetzt kann ich auswählen, welches ich möchte. Genug Impfstoff für alle. Ein Erfolg für Serbien, auf den die Premierministerin besonders stolz ist, Ana Brnabic. Bereits vor einem Jahr hat ihr Land bestellt, so viel Impfstoff wie möglich, sowohl im Westen wie auch in Russland und China. Als Nicht-EU-Land wollte man sich damals nicht nur auf die Sammelbestellung mit der EU verlassen. Grund zur Schadenfreude hätten sie, aber davon keine Spur. Dass sich jetzt auch EU-Bürger in Serbien impfen lassen dürfen, sei einfach ein Zeichen der Solidarität, sagt die Premierministerin. Die Partnerschaft mit der EU hilft uns ja auch enorm. Und es ginge uns noch besser, wenn wir schon Teil von ihr wären. Ich hoffe, das ist bald soweit. Aber es ist doch einfach menschlich. Wenn du helfen kannst, dann tust du es. Und ja, es fühlt sich gut an. Blick in die Innenstadt Belgrads. Wie überall im Land dürfen hier Cafés und Restaurants ihre Außenbereiche bereits wieder öffnen für alle Besucher. Egal ob geimpft oder nicht. Die Impfquote in Serbien liegt bei über 30%, doch die Impfbereitschaft lässt nach. Ich habe mich noch nicht angemeldet. Ich warte ein bisschen. Es eilt nicht. Ich bin nicht gegens Impfen. Wahrscheinlich tue ich es bald, aber ich habe es nicht eilig. Zurück zum Impfzentrum. Gleich bin ich dran. Erst am Vortag habe ich die Terminzusage bekommen und bei aller Freude darüber inzwischen auch Zweifel. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich machen soll, aber ich brauche die Impfung für meinen Job und natürlich ist mir klar, dass es in anderen Ländern viel zu wenig Impfstoff gibt. Impfzentren gibt es überall in Serbien. Ausländer, die sich anmelden, werden ausschließlich hier in Belgrad geimpft, gemeinsam mit Menschen aus Serbien. Wer wie lange warten muss, hängt von der Wahl der Impfstoffe ab. Das Impfen von Ausländern ist für die meisten Serben kein Thema. Ich denke, das ist gut. Das sind doch unsere Nachbarn. Wenn wir uns gegenseitig helfen, können wir diese Katastrophe gemeinsam überstehen. Ich kenne viele Leute, die sich angemeldet haben und noch auf ihren Termin warten. Ich denke, wir sollten es erst unseren Bürgern ermöglichen und dann den anderen. Der letzte ärztliche Check vor meinem Peaks. Seitdem wir die Halle betreten haben, begleitet uns die offizielle Impfkoordinatorin. Das macht es sicher leichter. Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, weil ich nicht aus Serbien komme und mich impfen lasse? Nein, müssen Sie nicht. Wir sind froh, wenn wir helfen können. Ja, und dann war es das auch schon. Problemlos und gut organisiert. Impfung mit Pfizer. Thank you very much. Dass ich nicht der Einzige bin mit dieser Meinung, beweist das Gästebuch. Danke, Hvala, Grazie steht da drin. Und ein Tipp für alle, die wiederkommen. Kabine 4, Schwester Mariana, top. Anfang Mai werde ich wiederkommen zur zweiten Impfung.